Liebe Zuschauer, in den nächsten beiden Stunden wird eine unfassbare Energie von dieser Bühne kommen, die Ihr wertvolles Handy beim Filmen zerstören könnte. Die Linsen werden bersten, das Display sich atomisieren und Siri wird im Musikantenstadl um Asyl bitten. Aber wenn Sie es jetzt brav ausschalten und in die Tasche stecken, wird ihm nichts geschehen. Wir danken für Ihr Verständnis und jetzt begrüßen Sie den Frau gewordenen Wahnsinn live, Monika Gruber! Wahnsinn! Das betrifft nicht nur die ausverkaufte Ipser Stadthalle und den fulminanten Auftritt von Monika Gruber, sondern auch ihr aktuelles Programm, in dem die deutschsprachige Kabarettistin im Dialekt schimpft und grantelt, was das Zeug hält. Vielen Dank für den netten Empfang. Mensch, das war eine getragene Ansage vorhin gerade. Die Musik und alles, wir beim Weltstar. Also für alle, die es jetzt singen, Mensch, ist die Helene Fischer fett geworden. Mein Name ist Monika Gruber. Okay, ich sag's bloß dazu. So ein Wahnsinn. Ja, Mensch, ist eine Zeit her, dass wir uns gesehen haben schon wieder. Gell? Ein Wahnsinn, was da alles wieder passiert. Seit wir das letzte Mal gesehen haben, ist ja einiges ist da passiert. Hallo. Da ist ihr Dieselfahrzeug, ist noch nicht unter das Waffengesetz gefallen. Okay? Da hat es eine Partei noch gegeben, die gibt es ja jetzt nicht mehr bei euch. Gell? Wir haben die geheißen, so Polizei von so Partei von so Weltfern mit Träumen, aber was? Die Grünen, gell? Die haben sie bei euch selber kompostiert. Habt ihr sie ja gut? Ein Teil geht gleich zum Glücksspielkonzern, gell? Die grüne Eva, ein Lurder, gell? Das darfst du gar nicht glauben. Unglaublich. Wir haben die Grünen leider noch, wir müssen uns mit ihnen rumschlagen. Und bei uns hauen diese Sätze raus, so da pfeift der Strafs. Bist du deppert? Neulich hat die, werden sie nicht kennen, Katrin Göring-Eckardt, bin großer Fan von ihr, die hat neulich in einer ZDF-Show hat die gesagt in der Früh, Morgenmagazin, hat sie gesagt, Deutschland braucht nicht nur qualifizierte Zuwanderer, sondern auch Menschen, die sich einfach in unserem Sozialsystem zu Hause fühlen. Wenn ich so was höre damit, wir sagen, Mensch, Mädel, wenn ich ein Hirn hätte und ich müsste es verstecken, dann wäre es bei dir da, weil da so hat es keine Sau. Das ist so unglaublich. Es ist das sechste Bühnenprogramm, mit dem die Bayerische Lady gehörige Lachsalben abfeuert. Und das in einem zweistündigen Hochgeschwindigkeitsmonolog. Heutzutage bei diesen ganzen Teilzeitautisten, die auf der Straße unterwegs sind, die hören nichts mehr, sehen nichts mehr, die nur noch wischen auf ihrem Glasplatten umeinander wischen, die hören nichts, die hören ihren eigenen Schoß nicht mehr, weil sie den ganzen Tag nur noch wischen. Ein lieber Freund von mir, Rainer Diranko, ist begeisterter Fischer, hockt neulich an seinem Fischweiher, sieht er gegenüber am Radlweg ein junges Mädchen am Fahrrad. Und während sie Radl fährt, wischt sie auf ihrem Smartphone umeinander und fährt dann voll Karacho an den Laternenmasten an. Okay, hupft ihr auf, rumpelt um mich und sagt, Dirndl, ich darf da so gern aufhören, aber ich kann nicht, weil ich muss da so viel lachen. Hat er gesagt, weißt du, wie meine Oma gesagt hat? Meine Oma hat gesagt, wenn der Kopf ein Depp ist, dann muss der Körper bissen. So schreibt er. Sie packt alles rein, was sie aufregt, narrisch macht und auch berührt. Apropos berührt, um die MeToo-Debatte kommt die Wortschwallfetischistin auch nicht drumherum. Übrigens wäre ich überhaupt nicht mehr sexuell belästigt. Da muss ich sagen, da fühle ich mich diskriminiert. Ich mache jetzt eine eigene Website, habe ich Hashtag MeTooPlease. Das mache ich jetzt schon überhaupt nicht mehr. Ja? Hashtag WhyNotMe. Verstehst? Das ist eine Schweinerei. Ich werde überhaupt nicht mehr sexuell belästigt. Fühle ich mich diskriminiert. Ich habe dir mal gesagt zu mir, ich soll aufhören mit meinen sexistischen Witze. Ich mache immer so sexistische Witze. Darf ich nicht mehr erzählen. Ist sexistisch, kann man nicht mehr erzählen heutzutage. Ist mir wurscht, erzählen trotzdem. Das ist mein Zweitlieblingswitz, darf ich kurz erzählen. Gell? Eine Frau geht in den Supermarkt und kauft einen. Ein Mann schaut, was sie da so ins Kerberl glaubt, dann kauft sie ein, zwei Joghurt, ein Semmel, ein Piccolo Prosecco, er ist immer noch hinter mir und an der Kasse zahlt sie dann und wie sie fertig ist mit dem Zahlen, da spricht er sie dann an, sagt die Frau, darf ich sie kurz fragen? Sagt sie ja. Sagt er, sie sind Single, gell? Dann sagt sie ja. Haben Sie das jetzt erkannt an die Sachen, die ich da jetzt eingekauft habe? Sagt er, nein, aber sie sind so schier. Liebes, darf ich nicht mehr Zeit? Gott, das ist sexistisch, gell? Was Monika Gruber keineswegs ist, ist Wort- und Schmähstaat. Mehr Wörter werden Sie im deutschsprachigen Raum für Ihr Geld nicht finden. Wahnsinn!